Monolog. Ein Hörspiel von Wolfgang Hildesheimer. Jetzt wäre ich alt. Jetzt beginnt es. Immer jetzt. Immer in dieser Nachtstunde. Immer zwischen 11 und 12. Da vollzieht sich an mir das Altern. Der allnächtliche Akt. Und ich das willige Opfer. Die anderen 23 Stunden des Tages steht es still. Das ist wie eine Bahnhofsuhr. Der Minutenzeiger steht fast 60 Sekunden lang still. Und dann springt er auf der letzten Sekunde weiter. Zur nächsten Minute. So springe ich im letzten Verlöschen des Tages zum nächsten Tag. Um diesen Sprung, um diesen Tag gealtert. Nein. Nein, ich springe nicht. Ich gleite. Gleite immer tiefer. Immer ein wenig tiefer. Angesogen vom Mittelpunkt der Erde. Ach, ich möchte in ihr versinken. Durch alle Schichten hindurch. Durch Bett und Boden und Erde, Granit und Gneis, Kreide, Malm und Dogger, hinunter, rücklings, sanft, sanft, immer tiefer. Und über mir schlägt alles wieder zusammen, als sei ich nie gewesen. Ja. Ich spüre ein Summen, ein Fließen, einen sanften Sog, ein allmähliches Vergehen. Ich spüre mich unter der Haut altern. Aber die Haut, die altert auch. Gar nicht zu reden von meinen Gedanken. Splitter. Bruchstücke. Abgetakelte Sehnsüchte. Sehnsüchte? Nach was? Meine Erinnerung lässt nach. Alles entschwindet. Menschen, Ereignisse, Freundschaften, Liebschaften. Alles? Nein, 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 da sind noch Augenblicke, kurze Einschnitte, Zäsuren auf dem Weg zum... Nein. Nein, nein, das ist nicht das. Retardierende Elemente, Augenblicke, in denen die Fremdheit aufleuchtet. Hier ich, dort die trügerische Schönheit der Welt. So ein Tag im späten Herbst,
Oktober, wenn der Oktober vor Dunst schon novemberig wird und im Nebel die Möwen lauter schreien, hoch über mir und weit um mich. Ein Westwind weht, ein Seewind, noch lau, aber mit einem kalten, winterigen Kern. Auch weiß ist im Bild, ein weißer Dampfer schlägt klatschend gegen die Reifen, die von der Kaimauer herabhängen, auf denen steht Firestone. Ach, die Trossen knirschen am Poller, als wollten sie reißen, aber sie reißen nicht. Sie werden nur rau und faserig und reiben den Poller blank. Ja. Und eine Rostrinne zieht sich auf dem Weiß der Wand von der Ankertasche abwärts. Und Ketten rollen. Und ich sehe das Schiff unter mir und neben mir. Ich stehe auf dem Kai, ich stehe auf dem Schiff, habe ein schaukelndes Deck unter den Füßen oder festen Boden aus Stein. Ich bin im Bild und ich betrachte es mir von außen. Ich bin allein und ich bin zu zweit. Zu zweit? Aber mit wem? Eine weibliche Stimme ruft mir etwas zu, obgleich ihre Trägerin neben mir ist. Aber es weht ein Wind, es weht ihre Worte fort, er weht durch ihr Haar, es ist blond. Die Möwen sind hellgrau, das Schiff weiß mit einer roten Rostrinne, der Himmel ist grau. Ich verwerfe das Bild, ich lege es weg. Ich bin wieder hier im Bett, steige wieder ein in das Verstreichen der Zeit. Es ist zwischen 11 und 12 Uhr nachts. Ich erledige mein tägliches Pensum an Altern. Und ich nehme die dünnen Fäden wieder auf, um ein Seil daraus zu drehen. Ein Seil, das mich vorwärts zieht. Vorwärts und abwärts, hinab. Dorthin, wo mein Weg enger wird, wo die Möglichkeiten welken und abfallen. Möglichkeiten. Gibt es denn Möglichkeiten? Nein. Alles Täuschung. Die See, der Wind, in dem ich stand, allein, oder auch der Wind, in dem wir standen, zu zweit. Das blonde Haar, das wehte. Oder auch andere Augenblicke. Zum Beispiel das Labyrinth. In dem großen Park, in den Bergen. Nein. Nein, Berge waren es nicht, es waren Hügel. Die Euganeischen Hügel. Die Euganeischen Hügel. Der Park gehörte zur Villa Valsanzivio. Hieß sie so? Nein, nein, so hieß sie nicht. Das Dorf hieß Valsanzivio. Die Villa hieß... Was sollte ich jetzt beginnen, auch Orte zu vergessen und Landschaften und Häuser? Ach, Villa Barbarigo hieß sie. Nein, diese Dinge vergesse ich noch nicht. Aber die Villa war nicht mehr da. Sie war verschwunden, die Zeit hat sie gefressen. Und dort, wo ihre Zähne nicht recht fassen, hatte sie einen Rest Stallungen übrig gelassen. Blätternd, bröckelnd. Und den Park. Mit den Alleen und dem Labyrinth. In einem langen, späten Frühling. Das Labyrinth. Mit seinen engen, mannsbreiten, tückischen Gassen zwischen Taxuswänden, Taxusmauern, mannshoch. Aus frischem, dunklem Grün, scharf und gerade geschnitten, senkrecht wie mit dem Senkblei, die Ecken kantig gestutzt bis zum Schneiden. Kein Wind, nur ein Kissen von frischer, kühler Luft über allem. Ja. Ja. Und eine Handvoll junger Leute. Wahrscheinlich Studenten aus Padua liefen durch die Gassen und fanden einander nicht. Lachend riefen sie einander Anweisungen zu. Ja. Ja, sie lachten, aber es klang wie ein Lachen mit trockenem Mund. Und schließlich dämmerte es. Es wurde dunkler. Sie suchten immer noch, aber sie lachten nicht mehr und nicht mehr laut. Und sie fanden den Ausweg immer noch nicht, bis ein Wärter kam. Er betrat den Altan, von dem man das Labyrinth überblicken konnte. Er überblickte es und streute ein paar knappe, ernste Anweisungen hinab über die stummen jungen Leute. Er warf ihnen die Lösung des Rätsels zu.
Und da traten sie wieder hervor. Langsam, einer nach dem anderen. Ernüchtert. Die Augen von einem kurzen Schrecken getrübt, als hätten sie dem Tod ins Angesicht gesehen. Wahrscheinlich hatten sie es auch getan. Und ich? Ich war im Park in einer Allee von Zypressen. Ich hörte Lachen und Rufe von Weitem. Und ich war auf dem Altan und blickte hinab und sah die Köpfe. Und ich war in allen Gassen des Labyrinths und irrte selbst umher. Ich war über allem und in allem und war allein und zu zweit. Aber mit wem? Eine dunkle Stimme hatte sie und langes Haar. Es war schwarz oder blond oder beides. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Es ist auch lange her. Und was soll's? Viele dieser Bilder ließen sich heraufbeschwören. Viele. Einige. Da war zum Beispiel... Nein. Keine Bilder mehr. Hier liege ich, hier bleibe ich liegen. Der Plan ist für mich gemacht, das Ziel gesetzt. Und ich selbst bin ohne Plan und Ziel. Ich bin ohne Schuld. Ja, ohne wesentliche Schuld. Und daher auch ohne Pflicht. Ich habe nichts gut zu machen. Niemand hat durch mich gelitten. Soweit ich weiß... Ich bin ohne Last, außer der Last des Lebens. Ohne Aussicht, außer der Aussicht auf die Dinge hier in diesen vier Wänden und auf die Wände selbst. Bin allein, ohne Gesellschaft, außer der Gesellschaft der Möbel hier. Alles treue Vierbeiner, vor allem mein Nachttisch. Mein guter Gesell, alterslos, mir immer zu Diensten. Trägt mir alles, was ich brauche, alles reicht er mir stumm und stumm nimmt er alles wieder auf. In sein Inneres blicke ich selten. Ich greife blind hinein nach den Nagelreinigern, den Pfeifenstopfern. Greife nach Gläsern, Röhrchen und Fläschchen gegen Halsweh, raue Haut und Föhn. Mehr oder minder gut verträglich mit oder ohne auftretende Nebenerscheinungen vor oder nach dem Essen einzunehmen, trocken zu kauen oder auch zu schlucken mit wenig Flüssigkeit oder mit viel. Ach, die Whiskyflasche beinahe leer. Der Tabaksbeutel auch. Teetasse mit getrocknetem Satz und braunem Rand. Aschenbecher. Voll. Und voll alles hier, was Abstellfläche ist und alles Waagerechte ist Abstellfläche. Voll mit abgestelltem, abgelegtem Zeitungen, Zeitschriften, die sich türmen, darauf das Telefonbuch. Schwer und flexibel. Ach ja, rutscht leicht und zieht anderes mit sich. Und das Telefon? Das nimmt einen Platz ein, der ihm eigentlich nicht mehr recht zukommt. Na gewiss, ja, es dient mir, ich benutze es, aber es dient nicht nur mir, es dient jedem, dem es in den Sinn kommen mag, mich anzurufen am Tag und in der Nacht. Es gibt nicht viele. Nicht mehr viele, denen das einfällt, aber es kommt doch vor, hin und wieder. Falsche Verbindung natürlich ausgenommen. Ich dagegen? Ich benutze das Telefon. Nicht, um mit jemandem zu sprechen. Ich horche. Manchmal nur auf die summende Stille. Das einzige Geräusch der verstreichenden Zeit. Ich horche den Drähten entlang und darüber hinaus in den Raum, über die Ecken und Felder der Erde. Manchmal aber auch, um irgendetwas in Worten zu erfahren, etwas, das sich draußen vollzieht, außerhalb meines Zimmers und meines Hauses. Am liebsten
außerhalb der Erde, über ihr, über den Ebenen, den Meeren und den Bergen, in der Atmosphäre. Zum Beispiel das Wetter. Der Wetterbericht, oder vielmehr, wie Sie es nennen, die Wettervorhersage. Die reißt ein Panorama von Möglichkeiten auf. Hier auf diesem Gebiet gibt es noch Möglichkeiten. Gewiss kein kosmisches Panorama. Ich höre nicht das Tönen der Sonne oder das kalte Schweigen des Mondes. Es weht mich keine Luft von anderen Planeten an und doch. Ich erhebe mich über mir. Ich hebe mich über die Erdrinde und entschwebe. Beginne eine Bahn zu ziehen. Ich schwebe, segle als Kumuluswolke gebläht oder hoch und flatternd und fahrig als Cirrus. Oder ich bin eine faserige Schicht von Nimbus, fliehend vor einem mächtigen atlantischen Tief einer Küstenlinie entgegen. Ich löse mich auf, zerstiebe, bin Luft, im Sog einer abziehenden Nacht. Oder anders, von Süden. Ich komme von Süden und von oben. Ein böser Fallwind, ein Föhn. Ich drücke nach unten und spüre mich im Kopf der Gegeißelten, deren ich einer bin. Ich prahle an den steilen Südhängen anderen Massen entgegen. Massen kühler skandinavischer Luft, den Vorboten polarer Strömungen. Es entsteht ein Kampf. Wetter türmt sich nach oben und entlädt sich nach unten. Schwache bis mäßige umlaufende Winde aus Ost bis Nordost. Sonst im Allgemeinen noch schön. Im Allgemeinen schön. Schön, das bedeutet niemals etwas anderes als blau. Manchmal bleibt der Himmel wochenlang blau. Die Sonne senkt, brennt und trocknet alles aus. Die Erde reißt. Aber das Wetter ist schön. Schön zum Verrecken. Vorläufig bleibt jedoch im Mittelland die Nebelgrenze. Aha, die Nebelgrenze. Der Luftdruck in Nordeuropa und über dem Atlantik ist gestiegen. Ah, gestiegen. Europa und über dem Mittelmeer gefallen. Es ist daher zu erwarten... Aha, da haben wir sie, die unsichtbaren Kämpfe in der Luft. Die vollziehen sich hier, über meinem Dach, über meinem Kopf, prallen aneinander und verknäulen sich. Der steigende und der fallende Luftdruck. Ich habe eine Wettergrenze über mir. Erneuter Zufuhr kalter Luftmassen zu rechnen ist, dass es im dagegen zu einigen Schneefällen. Weitere Vorhersage bis Donnerstag. Das Fallende trägt den Sieg davon. Und dann haben wir ihn dann wieder, den grauen Himmel, wenn er durchlässig wird und Flocken sprinkelt. Das sind Frau Holles Federn. Frau Holle, die furchtbare Kindheitsgöttin. In den Niederungen schwache bis mäßige umlaufende Winde. Ja, Nordost, da war ich schon. Sonst im Allgemeinen noch schön. Ja, im Allgemeinen schön. Vor allem das Allgemeine, das ist hier wichtig. Damit lässt sich die Schönheit besser ausbreiten und verteilen. Tief quer über Europa und bewirkt eine allmähliche Verschlechterung. Vorläufig bleibt jedoch im Ja, jetzt kommt die Nebelgrenze. Die Nebelgrenze bei 800 Meter Höhe. 800 Meter Höhe. Der Luftdruck in Nordeuropa und über dem Atlantik... Wenn die Nebelgrenze noch ein wenig steigt, wenn sich die weiße Wand ein wenig verschiebt, dann hat sie mich erreicht. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Strömungszone von Westen her südöstliche Richtung verschiebt, bis sie die Luft über meinem Haus erreicht hat. Und daher mit erneuter Zufuhr kalter Luftmassen zu rechnen ist. Das
dass es im Süden dagegen zu einigen Schneefällen kommen mag. Schnee also. Weitere Vorhersage bis Donnerstagabend. Schneefälle also. Ah, mir soll's recht sein. Kaltluftzufuhr, eine vorrückende Nebelgrenze, die mich einhüllt. Verschoben von umlaufenden Winden, das sind Geschehene bei mir. Ach, die lasse ich mir gefallen. Da hat keiner seine Hand im Spiel. Von dieser Art ist mir alles willkommen. Schweben zwischen einem sanften Sog nach unten, einem Wehen von den Seiten, einem wechselnden Druck von oben. Das ist ein guter Standort. Standort? Ja, wo stehe ich denn? Hier? Nirgendwo. Nirgendwo. Der einzige Ort, an dem ich atmen kann, frei, von allem gelöst, von nichts bedrängt als von wechselnder Witterung. Keine Gespräche zu führen, keinen Beruf auszuüben, kein Handwerk zu meistern, zu keinem Gott zu beten, keinen Weg zu gehen. Ich lasse mich tragen, bis ich nicht mehr bin. Nebelgrenze. Schneefall. Nebel und Schnee. Da sehe ich mich an der Passstraße. Sie ist vereist, ein Wind aus Ost oder Nordost läuft um. Nirgends ein Horizont. Ja, ich sollte... Ich werde den Straßenzustandsbericht hören. Moment, heißt es so? Ja. Ja, so heißt es. Straßenzustandsbericht. Schneebericht? Lawinenbild, hä? Ja, das ist das Beste, Lawinenbild. Hm? Das klingt so nach einem Programm von Katastrophen. Straßenzustandsbericht, das war 164, glaube ich, oder? Oder es ist 162. Ich glaube, ich versuche mal 162. Was? Unser Heiland hat das Leid. Und das ist jedenfalls die falsche Nummer. Ja, das habe ich nicht gewusst. Vom Vater erfunden, vom Sohn besiegt. Aber wenn du willst, dass er dir helfe, so bedarf es deines Beistandes. Aha. Du selbst musst dir helfen, damit er dir helfe. Tätig sollst du deinen Trost mitarbeiten, auf dass dir auch sein Trost und sein Zuspruch zuteil werden. Und wie kannst du dir helfen? Ja, wie? Indem du mit echten Tiefen und wahren Glauben an deinen Heiland glaubst. Inwieweit mag sich der echte, tiefe und wahre Glauben vom bloßen Glauben unterscheiden? Und du wirst bald gewahr werden, wie sie in sich zerfällt. Was? Weil sie ohne Gegenstand ist. Was du jetzt in diesem Augenblick als ein heilloses Unglück zu betrachten neigst, dessen Ausweg du nicht siehst, ist, was es auch sei, nicht mehr als ein Missgeschick, wie es uns alle einmal trifft, im Beruf oder Ehe, auch die Besten und Standfesten unter uns. Wir sind alle menschlich, aber der Heilige... Ja, das ist wirklich die falsche Nummer. Er will nicht, dass du verzweifelst. Er weiß, dass du dich meisterst, dass du dein Missgeschick bekämpfen kannst, wenn du den guten Willen hast, dass du dich selbst besiegen kannst. Das ist also kein Grund zur Verzweiflung. Und daher sage ich dir... Aha, hier. Trost und Zuspruch bei Tag und Nacht evangelisch 165. Kapitel 4, 2. Vers. Denn wahrlich, ich sage euch... Der verzweifelte Fernsprechteilnehmer evangelisch. Tja, Teilnehmer. Das scheint mir das rechte Wort zu sein. Kein Raum für Verzweiflung. Und daher sollst du nicht verzagen. Unser Heiland hat das Leid. Er hat den Schmerz und die Verzweiflung besiegt. So wie er auch den Tod... Ja, das haben wir schon gehabt. Trost und Zuspruch bei Tag und Nacht katholisch. 166. Na. Der verzweifelte Fernsprechteilnehmer katholisch. Liebe. Er liebt uns alle. Er liebt auch dich. Dessen sollst du gewiss sein. Und er will nicht, dass du verzweifelst. Daher hat er... Verzweiflung ist bei diesem Ruf Voraussetzung. Er hat die Verzweiflung zu einer Todessünde erklärt. Aha. Gott
Da wird eine andere Seite aufgezogen. Will nicht, dass du seiner unendlichen Liebe verlustig gehst und damit den Anspruch auf die himmlische Glückseligkeit verlierst. Daher sollst auch du stets gewahr. Wie viel Unglückselige hängen wohl jetzt hier mit letzter Hoffnung am Draht? Du sollst wissen, dass es nur eine wahre Glückseligkeit gibt. Die Glückseligkeit in Gott. Wir alle haben das Mittel in der Hand, sie zu erlangen. Sie ist uns allen erreichbar, arm oder reich, jung oder alt. Auch du, mein Sohn oder meine Tochter, der du oder die du dort sitzest und dich nah am Verzagen, nahe der Verzweiflung glaubst, du also der Todsünde nahe bist und nicht weißt, wie nahe auch dir das Glück ist, das allen beschieden wird. Der tiefe Seelenfriede, den einzig das Wissen um Gottes unendliche Barmherzigkeit mit sich bringt. Denke daran. Ja, ich denke. Und denke auch an jene armen, sündigen Ungläubigen, die wahren Grund zur Verzweiflung haben, da die schreckliche Unendlichkeit der Hölle vor ihnen sich auftut. Ja, ich denke daran. Denke daran, und du wirst Trost und Stärkung finden in Gott, im Wissen um Gott, seine Allmacht und seine unendliche Güte. Denn Gott ist die Liebe. Er liebt uns alle. Er liebt auch dich. Dessen ja, da war ich schon. Nein, das nicht, weg damit, los davon, von diesem Elend. Nächste Nummer. 167, was koche ich heute? Tag- und Nachtdienst, da? Na richtig, ich habe gehört, nachts seien Gas und Strom billiger. Es ist doch für alles gesorgt. 168, Sportergebnisse, die machen wir nachher. Anderes Speisefett. Speisefett. Zwei gestrichene Esslöffel voll Semmelmehl oder Kartoffelmehl. Und rührt die Masse über kleinem Feuer. Lässt sie langsam erkalten. Forme sie zu faustgroßen Klößen. Diese lässt man 5 Minuten in siedendem Salzwasser ziehen. Schütte das Wasser ab. Man übergießt die Klöße mit saurem Rahm oder Joghurt. Garniere sie mit frisch gehackter Petersilie. Nein, das auch nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Kupferne Kassrollen, darin eine glasig-braune Rundung mit Nelken gespickt, ein Schuss Gewürztraminer darüber, sodass es zischt, oder auch ein Chateaubriand mit den schwarzen Gitterspuren des eisernen Rostes. Darauf liegt eine Kugel aus grün gesprenkelter Kräuterbutter wie ein Ball auf dem Gitter eines Schlägers. Immerhin, das sind Dinge, die gibt es. Sie trösten über manches hinweg, über Trost und Zuspruch. Und das Schweigen Gottes. Aber nichts davon. Ja, was wollte ich doch noch? Was außer schlafen? Nachrichten? Nein, das auch nicht. Das wiederholt sich nur alles nach einer gewissen Zeit und wenn es nicht dasselbe ist wie im vorigen Jahr, so ist es dasselbe wie vorgestern. Nichts Neues, nur immer das Alte mit neuen Namen garniert. Ja, ja, richtig. Der Straßenzustand. Handfeste, nachprüfbare Tatsachen, Unabänderliches. Straßen, Pässe, gestern im ersten Schneefall. Bei rechtem Anlauf noch passierbar mit rasselnden Schneeketten. Hinter mir einer, der kommt noch durch, der nächste auch, aber der übernächste bleibt stecken. Gelbe Nebellichter. Nebellichter. Sie betasten den Schnee, stechen ihn an und so geht es bergauf. Über den Pass und nicht mehr hinab, sondern weiter und weiter und weiter. Ich stoße mich von der Straße ab, ich schwebe über dem Schnee und entferne mich der Milchstraße entgegen. Oder in die andere Richtung hinab, nach Süden, durch das Tal, dort wo es eng wird, wo im vorigen Sommer der Fluss die halbe Straße weggespült hat. Nach Süden, unter allem Wetter hindurch, an irgendeinen fernen Strand, wo nichts ist außer Sand. Und ein wenig faulendem Geflecht und eine halbe Zigarettenschachtel gefüllt mit Sand. Und ein wenig Wind
Nein, nein, nichts von alledem jetzt, jetzt nicht. Ich würde müde. Müde vom Altern. Es nähert sich auch 12 Uhr langsam. Bald bin ich wieder um einen Tag gealtert und dann werde ich schlafen. Schlafen. Wenn ich kann. Ich bin kein guter Schläfer, ich war es nie und jetzt bin ich es noch weniger. Die vielen Geräusche halten mich wach, alle Geräusche. Wenige von außen, aber viele von innen. Immer wieder den Schlaf überlisten. Mich so zurechtlegen und zurechtschieben, dass ich ihm, wenn seine Schwaden mir entgegenziehen, diese eine Ecke von mir entgegenhalte, die ich für ihn vorbereitet habe. Es hält nicht lange vor, ich erwache bald wieder und muss dann eine neue Methode anwenden, eine neue Erinnerung herausgreifen, um den Schlaf damit zu füttern. Eine Erinnerung lässt sich nur jede Nacht einmal anwenden. Dann stellt sie sich zurück in die Kartothek. Und vielleicht ist es auch besser so. Was, um diese Zeit? Hast du sicher die falsche Nummer. 50467? Martin? Wer spricht dort? Helga. Wer ist Helga? Erkennst du meine Stimme nicht? Wen möchten Sie sprechen? Dich. Helga? Kannte ich eine Helga? Helga. Ja, ich kannte eine Helga, aber das war vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Helga. Das war die einzige Helga, an die ich mich erinnere. Hörst du mich? Ja, ich höre. Und erkennst du mich nicht? Was sind denn das für furchtbare Fragen? Ich bin wieder zurück. Gestern bin ich wieder zurückgekommen. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Warum sagst du nicht? Ah, das ist ein weites Gebiet. Was sagst du? Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Natürlich, Martin, das kann ich sehr gut verstehen. Das unvermeidliche Verständnis. Gewiss hast du meinen Anruf auch nicht gerade erwartet. Nein, das allerdings nicht. Wahrscheinlich hast du alles andere erwartet als das. Ah, war das eine Frage? Aber ich hatte das Bedürfnis, sofort mit dir zu sprechen. Ich muss dir alles erklären. Was musst du mir erklären? Alles, wie es damals war. Warum ich plötzlich eines Morgens verschwunden war. Du erinnerst dich ja nicht. Nein, ich erinnere mich nicht. Ich weiß nichts. Alles, was ich weiß, ist, dass eine Helga, die an näherer Umstände ich nicht kenne, mich um 12 Uhr nachts anruft, um mein Bedürfnis zu befriedigen und mir zu erklären, wie irgendetwas damals war. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Du machst es einem wirklich schwer, Martin. Und kaum begonnen, beginnen auch schon die Vorwürfe. Schwer? Ich habe doch nichts gesagt. Aber du hast es mir ja damals auch nicht gerade leicht gemacht. Ich erinnere mich, wie... Damals, wer mag denn dieses damals gewesen sein? Damals. Aber das hast du niemals erfahren und ich habe dir immer... Ja, was meinst du mit damals? Damals, als ich dich verließ. Was sind denn das für furchtbare Wendungen? Was sagst du? Ach, du hast mich verlassen? Martin, willst du sagen, dass du dich daran nicht mehr erinnerst? Doch, es kommt alles zurück. Nichts kommt zurück. Gewiss, ich sehe Bilder von mir, aber ich bin nicht darin. Ein leeres, aufgewühltes Bett, ein Taschentuch voller Tränen, zwischen Kopfkissen und Betttuch gestickt. Ich höre ein ersticktes Schluchzen hinter der Badezimmertür. Ich sehe einen Blick voller Vorwürfe, selbst hinter geschlossenen Lidern. Ich höre Zerwürfnisse, eines endgültiger als das andere, bis das Endgültigste kommt. Und dann warst du natürlich lange im Ungewissen. Ich sehe meine Schuld ein, aber... Schließlich hast du ja auch damals... Aber ich sehe auch Kameraeinstellung 4, Nahaufnahme, Halbprofil. Ich höre eine Tür schlagen, dass die ganze Kulisse wackelt. Einen D-Moll-Akkord der Streicher, eine Untermalung, die Emotion ausdrückt. Ich weiß, Martin, all das klingt schrecklich und dramatisch, aber so war es. Und ich möchte, dass du weißt, was ich damals gelitten habe. Aber mich sehe ich aber nicht. Und nicht einmal als Zuschauer... Meinetwegen. Ich hätte es auf mich genommen, aber Robert konnte nicht ohne mich leben. Es war meine Pflicht, denn... Aha, jetzt kommt das Schreckliche. Er war sehr jung und völlig hilflos, wie ein Kind. Aber niemals hat er daran gedacht, mir auch nur den geringsten Vorwurf zu machen. Immer hat Entschuldige, Hilda, wer war Robert? Aber Martin, willst du so tun, als wüsstest du das nicht mehr? Robert war mein Mann. Dein Mann? Keinen Augenblick hat er gezeigt, dass er im Grunde zutiefst... So ist es also. 12 Uhr nachts, in einem beginnenden Winter.
in der späten Mitte des Lebens mit dem Altern beschäftigt und jetzt kommt ein unerwarteter Schlag. Er kommt von weit hinten auf mich zurück. Und doch aus demselben Leben, längst vergessen, verschüttet, verdrängt, als sei ich es nicht gewesen. Und doch muss ich es gewesen sein, der dritte Partner in diesem widerlichen Gesellschaftsspiel. Ein schwieriger Mensch und ich hatte es wahrhaftig nicht leicht mit ihm, aber irgendwie liebte ich ihn ja doch. Ja, irgendwie, darauf habe ich genau gewartet. Wie soll ich sagen, ich glaubte ja auch an ihn. Ich wusste, dass er sich entfalten würde, wenn ich bei ihm bliebe. Er brauchte mich. Und ich hatte das Gefühl, dass du mich nicht brauchtest, obwohl... Ist das nun ein Vorwurf? Ich wusste, dass deine Liebe zu mir nicht stark genug war. Es bleibt mir nichts erspart. Jetzt entsteht das Allertrübste aller menschlichen Panoramen. Hat mich geliebt. Seine Liebe war anders. Sie war mehr als Ich erinnere Liebe. Mich an nichts. Aber die ganze Szenerie taucht vor mir auf. Zweiter Akt, Ehebruch. Nichts Geringeres als das und nichts Großartigeres. Das schäbigste Spiel zu dritt, das es gibt, bei dem nur einer der drei Spieler seine Würde bewahrt, nämlich der Verlierer, der Betrogene. Der ist in Wahrheit der Gewinner. Die anderen beiden, davon einer ich, die Betrüger, die Falschspieler und den Würdiger, mit den schiefen Blicken in den Augenwinkeln, die geheimen Berührungen unter der Tür. Ach, wie war das möglich? Er liebte mich. Nun, hatte auch ich natürlich eine andere Beziehung zur Liebe. Die Liebe war für mich damals der einzige Zweck des Lebens. Liebe. 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 Ich liebte dich und liebte dich. Nein, diese Strafe kommt zu spät. Sie ist unverdient. Ich liebte dich anders. Aber du hast mich nie wirklich geliebt. Nein, nicht unverdient. Nichts ist unverdient außer dem Leben. Das hat keiner verdient. Aber ich, habe ich dies alles denn noch nicht gebüßt? Ist es denn nicht verjährt? Ich, der Partner, ich habe dies alles vergessen. Ich habe einen Berg weggedrängt, habe ihn geebnet und nun türmt er sich plötzlich vor mir auf. Und ich erkenne ihn nicht wieder. Denn Robert stand ja damals vor seiner ersten großen Aufgabe. Ah ja, Roberts Aufgabe. Um 12 Uhr nachts, nach 12 Jahren oder mehr, da spricht mir jemand von Roberts Aufgabe, der ersten großen Aufgabe. Und ich konnte ihn ja schließlich nicht gerade dann verlassen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Das wirst du doch gewiss verstehen. Was sagst du? Ja, natürlich verstehe ich das, natürlich. Es war die Arbeit, von der er jahrelang geträumt hatte. Die St. Hubertuskirche. Sie ist ja dann auch wunderbar geworden. Vor allem der Turm ist hinreißend. Und dann die Südfassade... Robert, dies war also der dritte Spieler in diesem Gesellschaftsspiel, der die undankbarste Rolle übernahm und dann daraus gewann. Offensichtlich Kirchenarchitekt. Es sei denn, er baue auch Versicherungsgebäude und Ministerien. Aber auch das entlastet mich nicht. Ich kann nicht leugnen, dass ich stolz auf ihn bin. Obgleich ich ihm in Wirklichkeit sehr wenig helfen kann. Ich komme mir oft nutzlos vor. Vor allem jetzt, wo die Kinder ja beinahe erwachsen sind. Aber dann denke ich mir... Ja, Kinder, natürlich, Kinder. Damit hatte ich nicht gerechnet, obwohl ich es hätte errechnen können. Wahrscheinlich drei Kinder. Aber mindestens eines davon hochbegabt. Du hast gewiss schon Bilder von uns allen in den Zeitungen gesehen. Dauernd kommen irgendwelche Leute von der Zeitung. Jetzt versinken vor Scham. Tage, wenn nicht gar Jahre bei solchen Gesprächen. Andere Themen, gewiss, aber dieselben Worte. Jedenfalls, Martin? Martin? Ja? Ich wollte nicht, dass du Falsches von mir denkst. Ich habe dir ja auch darüber geschrieben und ich habe damals so wenig gelogen, wie ich heute lüge. Ich habe dich verlassen, ja. Aber um wiederzukommen. Ich wollte mit Robert reinen Tisch machen. Ich wollte nicht, dass auch nur die geringste Unklarheit herrscht, weder zwischen dir und mir, noch zwischen mir und ihm. Verstehst du das? Wie bitte? Martin, ich habe gefragt, ob du mich verstehst. Ja, ob ich dich verstehe? Natürlich verstehe ich dich. Du musst bedenken, dass ich mich auch um die Kinder kümmern musste. Das heißt, Ruth war damals noch nicht geboren, aber... Ja, Ruth war noch nicht geboren, auch das, ja. Sie wurde dann ein Kind der Versöhnung. Erik war schon damals ein hochbegabtes, sensibles Kind, das ganz in seiner eigenen Welt... Muss ich mir das wirklich alles anhören?
Dafür hat seltsamerweise der viel robustere Michael mein Versagen irgendwie geschmückt. Jawohl, ich muss wohl, ich muss. Was eine Sonate schien, ist in Wirklichkeit vielstimmige, misstönende Hausmusik. Der robuste Michael hat es also irgendwie gespürt. Dennoch wollte ich alles nur ordnen, um dann zu dir zurückzukehren. Und wirklich, jeden Abend nahm ich den Anlauf, mit ihm zu sprechen, aber nie kam ich dazu, denn in seinen Augen... Nein, nein, bitte, bitte nicht auch noch das. Nicht die visuelle Seite, bitte. Mein Gott, ich bin doch kein Unmensch. Doch, doch, doch. Was sagst du? Das, ich habe nichts gesagt. Denn er ist wirklich zu etwas Großem geboren. Aber du bist nicht zu etwas Großem geboren. Nein, da hast du recht, ich nicht. Das eben. Ja, irgendwie. Dass er das Große niemals schaffen würde, wenn ich ihn verließe. Und die Verantwortung wuchs, sie lastete auf mir und erdrückte mich manchmal beinahe. Verstehst du das, Martin? Da genau aufs Wort. Ich danke dir. Ach, auch das, Martin. Jetzt kommt das Pathos, jetzt kommt der Dank. Dann kam eben die Krankheit. Eine Krankheit auf Leben und Tod. Wie hätte es anders sein können? Die Krankheit auf Leben und Tod. Die Krankheit auf Leben und Tod, die macht das Bild vollständig. Ich erinnere mich, es war an einem Sonntag, da fühlte sich Robert... Und jetzt beginnt alles von vorn, in Einzelheiten, auf den Wochentag genau. Von nun an brauchte Robert Helga umso mehr. Sie wusste, dass er sterben würde, wenn sie ihn verließ. Ich wusste, dass er sterben würde, wenn ich ihn verließ. Es waren furchtbare Wochen. Richtig, furchtbare Wochen. Sie zogen sich hin. Er war in Lebensgefahr. Und an ihr nagte das Schuldgefühl. Das ist, glaube ich, so das Schema. Du bei mir? Ja. Du wirst es nicht glauben. Die nagende Schuld. Aber wie durch ein Wunder kam er davon, er genas. Und das war alles vor der Konversion. Wie? Ja, natürlich, es war vor der Konversion. Diese Genesung war ja beinahe ein Wunder, medizinisch kaum noch erklärbar. Die Ärzte haben es damals... Nihil est sine ratione. Robert ist darauf konvertiert. Er hatte ja dem Glauben immer nahe gestanden. Welchem Glauben? Martin, es gibt nur einen Glauben. Aber davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Für Robert war es damals nur ein kurzer Schritt. Im Herzen war er schon lange... Ach, sonst hätte er auch keine Kirchen bauen können. Er hätte ja auch sonst keine Kirchen bauen können. Ja. Aber ich... Ich war nie gläubig, du weißt es ja. Aber dann schließlich als Robert... Nein, nicht auch noch das. ...begann bei mir ein langer Kampf. Er hat viele Jahre gedauert. Ich habe Robert verlassen. So? Ich wollte zu dir. Aber ich wusste nicht, wo du warst und keiner konnte es mir sagen. Ich bin dann gereist, eine Zeit lang war ich in Amerika. Bei Ralf. Du erinnerst dich? Ralf, nein, ich erinnere mich nicht. Ja, ein Mitschüler von mir hieß so. Er spielte im Sturm den Stefano und ich spielte den Trinkolo. Vielleicht war es auch umgekehrt. Ja, ich glaube, es war umgekehrt. Seine Narben sind sehr gut verheilt, Gott sei Dank. Sie schmerzen ihn nur noch, wenn das Wetter wechselt, vor allem wenn Schnee kommt. Schnee, ja, die Schneegrenze. Sie rückt vor, sie kommt näher. Die Nebelgrenze auch. Sie werden sich über mir treffen. Nachher, wenn dies alles vorbei ist, nachher werde ich aus dem Fenster sehen. Ja, er ist jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren Professor für neuere Literatur an der Universität von Kentucky. Oder ist es Oklahoma? Ich verwechsel. Ah, jetzt kommt der lustige Teil, ja. Vielleicht Ach, North Dakota, nicht? North Dakota, ich weiß es nie, aber es ist ja schließlich alles dasselbe. Ja, richtig. Es ist alles dasselbe, alles dasselbe. Dann fuhr ich zurück nach England und war ein paar Wochen bei Dick. Du erinnerst dich? Nein. Er hat immer noch sein wunderbares Haus in Somerset und Ach. Geht noch immer seiner alten Leidenschaft nach Knaben. Du weißt ja, wie er immer sein Ja, sagte ist. Sie jetzt Somerset? Somerset. Aber er sucht sie sich nicht mehr in der Gesellschaft. Er sagt, es sei viel zu gefährlich. Es hat einige Fälle von Erpressung gegeben. Somerset. Das ruft ein Bild herauf. 2 Sommer habe ich dort verbracht. Vielleicht waren es sogar mehr. Ich erinnere mich. Somerset. Jetzt suchte sie meistens auf der Straße. Er hat ja einen Geschmack für das ausgesprochen Ordinäre. Ich empfinde es immer als merkwürdig. Er ist doch ein solch ausgesprochener Ästhet. Stell dir vor... Da waren runde Hügel von saftiger Wiese gepolstert, gesäumt von Bachweiden. Eine geplante, geordnete Landschaft, entworfen und ausgeschmückt, soweit das Auge sehen konnte. In Bäckereien, Bäckerlehrlinge. Der weiße Mehlstaub reizt ihn, sagt er. Stell dir vor. Geplant von Architekten des Barock, die selbst die Gewitterwolken mit einplanten. Den großen Effekt,
Und das Gewitter kam. Ich will gar nicht sprechen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Du weißt ja, ich kam immer vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Abgelenkt. Du hast immer gesagt, ich käme niemals zur Sache, ich sei unsachlich. Abends zog das Gewitter heran und nachts war es über uns. Ein Luftzug und plötzlich wehten die Gardinen nach innen da. Da war es, eine Katharsis. Die Schwüle des ganzen Lebens war weggewischt. Und am Morgen war nichts mehr das Gleiche. Ich ging durch den Park. Ja, Martin, überhaupt, wenn ich es recht bedenke, du hattest beinahe immer recht. Ja, natürlich. Auch damals, als ich dir... Und alle Umrisse waren schärfer geschnitten als früher. Der Buchsbaum, der Taxus, der Hecken. Es war wie im Val San Sivio. Wie im Labyrinth der Villa Barbarigo. Jetzt schweigst du. Aber du hast recht, wenn du schweigst. Ich habe es eigentlich nicht anders verdient. Ja, Martin, ich verstehe, dein Schweigen war allzu gut. Trotzdem, du sollst einsehen, dass nicht... Barbarigo. Ich glaube, das war ein Doge von Venedig, oder? Und ja, schließlich haben wir uns ja sehr lange nicht mehr gesehen. Doch. Das sind 9 Jahre. Doch. Du erinnerst dich. Doch, das muss ein venezianischer Doge gewesen sein. In Venedig. Da waren es 9 Jahre, dass wir in diesem Garten saßen und du mich plötzlich... Palazzo Barbarigo. Steht am Canale Grande, rechts. Dort, wo von rechts der Rio San Polo mündet. Rechts. An der anderen Seite des Rio San Polo steht der Palazzo Lajar. Das ist übrigens ein seltsamer Name für einen venezianischen Palazzo. Dann kommt der Palazzo Zecca. Er ist ziemlich dick geworden. Palazzo Zecca und Palazzo Molin. Und an der anderen Seite des Palazzo Barbarigo sind die Palazzi Pisani und Tiepolo. Tiepolo? Ich glaube, ich... Ja, Tiepolo. Der Palazzo Persico. Palazzo Fontana, Palazzo Giusti. Ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich dich überhaupt anrufen soll oder nicht. Ach, ich muss dir überhaupt noch erklären, wie ich deine Telefonnummer erfahren habe. Du erinnerst dich doch an Edgar Rehmann, der damals mit meinem Bruder Klaus studierte. Gegenüber am Canale Grande ist der alte Palazzo Mocenigo und daneben Palazzo Contarini. Ja. Dieser Dinge entsinne ich mich. Palazzo Manoleno, Palazzo Emo, Fini, Balbi. Diese Dinge bleiben für immer stehen, aber wer Robert war, der Ralf oder Dick, das weiß ich nicht mehr. Namen und Gesichter sind mir entschwunden. Ist das nicht seltsam? Ja, seltsam? Doch, Helga, das ist sehr seltsam. Auch die Paläster der anderen Seite weiß ich noch, da kam zuletzt der Palazzo Vignier und daneben die Cadoro und dann... Daneben der Palazzo Cornaro, der ist inzwischen eingestürzt. Fundamente sind gesunken, ja. Dann Palazzo Giovannesi, Querini, Flangini, Semitecolo, Barbaro, Dario, Damula, Loredan, Piovene. Ja. Martin. Ja. Aber du sollst alles entscheiden. Ich wollte alles nur klarstellen. Und dir Zeit geben zum Überlegen. Ja. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Warum sagst du nichts? Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe dich natürlich sehr gut. Ich kann dir nachfühlen. Und damit sind wir wieder beim Verständnis angelangt. Verständnis, diesmal gemischt mit Nachgefühl. Mitten in der Nacht. Eingezwängt in das Loch zwischen 2 Tagen. Ein unerwarteter Totalangriff von massivem Verständnis verstärkt durch Nachgefühl. Und dann kommt das Verzeihen. Aufhören. Warum antwortest du nicht, Martin? Antworte doch. Antwort. Herr, verzeih, ich wusste nicht, hattest du etwas gefragt? Du hast nicht zugehört, du bist wirklich grausam. Und jetzt fangen wieder die Vorwürfe an, die Anklagen. Wahrscheinlich nur eine Wiederholung. Wahrscheinlich habe ich schon damals... Du hast schon damals nicht zugehört, das ist erschrecklich. Du hast mich oft gequält. Natürlich, heute sehe ich es anders. Du warst natürlich in deine Angelegenheiten versunken, die ich ohnehin nicht verstand. Meine Angelegenheiten, was mag denn das damals gewesen sein? Meine Angelegenheiten. Heute sehe ich natürlich ein, dass du recht hattest. Überhaupt sehe ich heute vieles ein, was ich damals nicht einsah. Ich habe inzwischen... Verständnis, Nachgefühl, Einsicht. Wie viele Tugenden kann so ein Telefon vermitteln? Martin, ich bin eine andere. Dennoch, Martin, bitte antworte mir. Ja, liebe Helga, nenn mich grausam, aber ich habe die Frage vergessen. Wie kann ich zu dir kommen und wann? Was, du willst wirklich das? Ich will zu dir zurück, Martin. Ich muss zu dir zurück. Ich habe es versucht, aber ich kann ohne dich nicht leben. Hörst du, Martin?
das wäre überstanden. Nur noch einen kleinen Augenblick und sie hätten mir alles verziehen. Ohne mich nicht leben. Wenn alle Menschen mit den Menschen lebten, ohne die sie nicht leben können. Aber das ist ein weites Gebiet, also nichts mehr davon. Jetzt will ich schlafen. Den Schlaf, den habe ich mir verdient. Ach, vergehen, schweben, verlaufen. Wie in dem Labyrinth der Villa Barbario. Ja, komisch, diese Nachmittage sind haften geblieben. Als sei es gestern gewesen oder soeben ist vorbei. Ich höre noch die vielen Stimmen, ja. Und die eine Stimme neben mir ganz nah. Das ist möglich. Ist gar nicht ausgeschlossen, dass ich die Trägerin dieser Stimme geliebt habe. Oder ich sollte vorsichtig sein, beinahe geliebt habe. Ach Gott, leer, die Flasche. Ich muss mir eine neue holen. Ach, aber erst will ich mal schlafen. Oder diese Überfahrten im Oktober oder November. Wir nähern uns den weißen Kreidefelsen von Dover. Oder wir entfernen uns von ihnen. Schloss Kronborg taucht auf oder entschwindet. Es gab da auch eine grüne Küste. Es war Herr Cornwall. Neben mir weht das blonde Haar im Wind oder was schwarz. Eine Trägerin ist in langen Wollschal gehüllt. Aber wessen Schal ist es? Wessen Haar? Wessen Augen? Sie trägt eine Sonnenbrille, aber nicht, weil es sonnig ist. Ist gar nicht sonnig. Der Himmel ist ja, der ist grau, dunkelgrau, zinnfarben. Ein Himmel, der sich nicht entscheiden mag, der sich die Möglichkeiten offen hält. Sie trägt eine Sonnenbrille, weil das Wasser spritzt und sprüht. Die Gläser beschlagen sich mit einer Salzkruste. Und irgendwann wandte sie sich mir zu und rief mir etwas zu in dem Wind. Irgendwann stießen wir doch zusammen in dem Labyrinth. Ja, gewiss, das war dieselbe. Gewiss, das war Helga. Sie lachte. Ich erinnere mich an ihr Lachen. Wir haben damals viel gelacht. Zum Beispiel in irgendeiner Spelunke, ich weiß nicht mehr wo, war es im Norden oder im Süden, da trat einer auf, ein Athlet, der Telefonbücher zerriss, eins nach dem anderen, und zum Schluss stand er knietief in zerfetzten Telefonbüchern und wir mussten lachen. Ja, das war Helga. Helga Voss hieß sie. Ja, so heißt sie wohl noch. Sie war ja damals schon verheiratet. Ja, das muss ich gewusst haben, dieser Makel bleibt. Nur damals schien es anders. Aus der Entfernung, da sieht man das Ganze, da sieht man noch den dritten Spieler hinter der Wand, Robert, wie er da sitzt und seinen Werkplan, sein erstes großes und dazu noch drei Kinder oder doch zumindest zwei von der Mutter verlassen. Nein, das ist so ein schlechter Roman. Ich war nicht derselbe damals. Und Helga auch nicht. Sie sagte nicht, ich verstehe dich gut, Martin. Sagt auch nicht, ich sehe es ein und sagt auch nicht, irgendwie. Doch muss sie es gewesen sein. Helga, auf dem Schiff, im Park, im Labyrinth, im Gewitter, in Somerset, mir zugewandt, im Wind rufend und lachend, im Anblick eines Mannes, der Telefonbücher zerriss, überall. Und währenddessen starrte ein Mann namens Robert mit leerem Blick auf ein Reißbrett. Und zwei Kinder? Nein. Davon wusste ich nichts. Auch damals nicht. Ich hätte es ihr eben sagen sollen. Den reinen Tisch, den sie mir zuschieben wollte, zurückschieben. Mir meine Hände waschen. Den Rest meiner Reise ohne Last reisen. Ja, ich werde es ihr sagen. Ich rufe sie an. Foster.
Voss Adalbert, Voss Adam, Voss Bruno, Voss Eckert, Eckehard, Erhard, Voss Franz, Friedrich, Hedwig Witwe, Heinrich, Helga. Helga? Scheint ihr eigenes Telefon zu haben. Na, vielleicht leben sie schon getrennt. Richard? Einen Robert gibt's nicht. Das ist ja seltsam. Also, Helga. 60467. Sechs, null, vier, sechs, sieben. Na? Verzeihung, ich muss die falsche Nummer gewählt haben. Ich wollte Frau Helga Voss sprechen. Helga Voss spricht. Ja, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ich habe eine andere Helga Voss gemeint. Eine andere Helga Voss? Ja. Hier spricht eine andere Helga Voss. Ja, wieso denn? Mein lieber Martin. Was, du bist es also doch, Helga? Ja, ich bin es. Aber eben eine andere als die Helga vor 12 Jahren. Ja, aber du bist es doch nicht, mit der ich eben gesprochen habe, oder... Diese verschachtelte Einleitung, Martin. Woher soll ich wissen, mit wem du gesprochen hast? Ich habe mit einer Helga gesprochen. Es gibt einige Helga. Ja, und einige Martins, wie es scheint, aber dennoch, ich... Komm zur Sache, Martin. Du wirst doch nicht sagen, dass die Wahl meiner Nummer ein Zufall ist. Nein, kein Zufall, aber eine falsche Berechnung. Aber immerhin ein Entschluss. Nein, ein Irrtum. Nicht dein einziger und nicht dein größter, Martin. Ich höre deine Stimme gerne mal wieder. Du hast allerdings eine... sehr seltsame Tageszeit gewählt. Die Tageszeiten wählen mich. Aber warum nicht? Du hattest schon damals oft ungewöhnliche Ideen. Das hatte ich gern an dir. Du warst immer bereit, das der Helga und Martin. Dem Schein nach einer Kombination, wie sie das Leben sich mit seinem feinen Gespür für grobe Willkür nicht ungern aussucht. Ach, und warum auch nicht? Jede kleine Konstellation von Unheil und Missverständnis ist millionenfach vertreten und über den Erdball verstreut. Lächerlich zu denken, dass es anders sei. Du versuchst, das alles zu umgehen. Ehrlich gesagt, habe ich dir nie geglaubt, dass du die Dinge wirklich als so hoffnungslos betrachtest. Es hat Momente gegeben, musst du zugeben, in denen du durchaus... Zumindest ist diese die richtige, Helga. Wenn die falsche wahrscheinlich zu bedauern ist. Ich bin wieder einmal Instrument einer Tragödie geworden. Ein unheilvolles Requisit. Vielleicht hätte der Martin, den sie meinte, sich erweichen lassen. Gierig, nach Erinnerung, im Wunsch, alles noch einmal zu erleben. Diese Reisen damals, diese Orte, deren Namen wir nie gehört hatten und zu falschen Jahreszeiten, das war eine gute Aber das üble Spiel, das habe ich wenigstens nicht gespielt. Kein Robert wirft einen Stein auf mich. Jetzt ist der Moment gekommen, um mich von allem zu befreien. Für immer. Keine Erinnerung tragen. Die einzige Sicherheit, dass ich auch keine Schuld habe. Wie wir damals... Erinnerst du dich nicht, da auf dem Schiff ankam, war alles grau, es war später Herbst, aber der Wind war noch mild, obwohl... Nein, ich erinnere mich nicht. Alles abstreifen, allen Ballast. Es wird mir am Ende leichter werden. Nein, ich erinnere mich nicht. Oder dieses Labyrinth, in dem du dich entsetzlich verlaufen hättest, wenn nicht... Ich? Wo? Ach, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das waren irgendwelchen Hügel in einem Park, der zu einer Villa gehörte, die nicht mehr existierte. Man sah nur noch die Stallungen. Du hattest dich im Labyrinth verlaufen und musste den Wärter holen. Er kam mit einem Hund. Was? Erinnerst du dich denn nicht? Tier von abschreckender Hässlichkeit. Nein, ich erinnere mich nicht. Doch, ich erinnere mich. Nein. Tier, wie man es auf Bildern der Renaissance sieht. Du sagtest noch, es erinnere dich an irgendetwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. An den Hund auf den Fresken in der Kamera der Liscosi in Mantua. Als sei er dem Bilde nachgeschaffen. Nein, das weiß ich nicht mehr. Die Erinnerung tilgen und damit jeden Mal. Erinnerst du dich nicht? Nein. Wenn du dich an diese Dinge nicht erinnerst, wie kommt es, dass du dich an mich erinnerst? Oder sollten sich in dir nach all diesen Jahren doch noch ein wenig Bedauern und Schuld geregt haben? Ja, habe ich dich eben recht verstanden? Sagtest du Schuld? Ja, du hast recht verstanden. Ich sagte Schuld. Ich sagte allerdings auch Bedauern.
Ja, ich weiß nicht, wovon du sprichst, oh, aber es fällt mir schon wieder ein. Du erinnerst dich also nicht mehr daran, dass du mich plötzlich verlassen hast. Ja, glaub mir, das war das Beste. Ach, du erinnerst dich also doch noch. Also immerhin kein Robert und keine Kinder. Vielleicht hast du es jetzt erst eingesehen, dass es ein Irrtum war. Nicht mein einziger, würdest du sagen. Aber vielleicht dein größter. Naja, wie dem auch sei, jetzt ist es zu spät. Wie ich schon sagte, ich bin eine andere Helga. Manchmal denke ich übrigens, dass ich dir doch viel zu verdanken habe. So. Ich habe inzwischen versucht, die Dinge... Verlassen, ja, wenn man es so nennen will. Einer, der das Handwerk nicht meistert, für den es keinen goldenen, sondern überhaupt keinen Boden hat. Einer, dem sich der Halt entzieht, der die Dinge nicht in den Griff bekommt, der fällt, wo andere klettern. Wer soll da einen anderen nicht mit hinabziehen? Ja, habe ich denn nicht recht? Habe ich denn nicht recht? Recht in was? Ja, dass ich dich von mir befreit habe. Damals schien es mir unrecht, heute mag die Sache anders aussehen. Die Frage hat sich mir schon lange nicht mehr gestellt. Wen hast du eigentlich geheiratet? Niemanden. Ach, du bist immer allein geblieben? Nein, das nicht. Nein, läuft nicht, das nicht. Im Gegenteil, ich bin nie allein. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Antwort als gut oder als schlecht betrachten soll. Betrachte sie, wie du willst, das ist nicht wichtig. Auch das ist eine unbefriedigende Antwort. Ja, gewiss hast du mich nicht angerufen, weil du befriedigende Antworten von mir erwartest. Ich habe keine Antworten. Ich stelle allerdings auch keine Fragen, dazu habe ich gar keine Zeit. Ach, was tust du denn mit deiner Zeit? Ich verkürze mit ihr die Zeit... Ach, du meinst Männer. Erraten. Es sind wenige. Sie sind ausgewählt. Ah. Einer ist vorgestern ausgefallen, verunglückt auf dem Flug zu einer Konferenz. Er wird der Welt fehlen und mir fehlt er auch. Ich mag ihn sehr gern. Und ich biete dir hiermit seinen Platz an. Oh, du hattest mich also auch gern. Ich erinnere mich. Sag mal, Helga, war dein Haar eigentlich blond oder schwarz? Es war braun. Und braun ist es noch. Ach, braun. Und immer noch braun. Oh, ich freue mich, dass du nicht gealtert bist. So, du freust dich. Es gab eine Zeit, lieber Martin, in der ich dachte, dass unter gewissen Umständen auch das Altern nicht schlecht sei. Oh, abgehängt. Abgeschnitten. Puh. Was also ist Helga? Helga mit dem Wind in den Haaren, mit dem Lachen, der Sonnenbrille und dem Schal. Im Somerset und im Labyrinth und auf dem Schiff. Ja. Verdamme Bindungen, segne Lockerungen. Wer hat denn das noch gesagt? Ich glaube, es war Blake. Ja, Blake war's, der wusste es. Na, und ich weiß es auch. Ich weiß, wie sinnlos es ist, so zu tun, als wäre man nicht einsam. Und wenn alles wüssten, wäre damit das Elend der Welt behoben? Ja, was, die Frage ist falsch gestellt. Aber wie sie wirklich lauten sollte, weiß ich auch nicht. Gar nicht zu reden von der Antwort. Ja, was wollte ich denn... eigentlich noch tun, bevor ich gestört wurde. Was war's denn? Ah ja, richtig, der Straßenzustandsbericht, der Wetterbericht und das... das Lawinenbulletin. Ah, Lawinenbulletin. Aber vorsichtshalber sehe ich erst nach, sonst kommen Katholiken und Hausfrauen und Protestanten mit ihrem Trost und Zuspruch und Rezept. Na, übrigens, jüdischen Trost und Zuspruch scheint es nicht zu geben. Vielleicht brauchen Juden keinen Trost und keinen Zuspruch. Oder es gibt keine Juden mehr. Ja, das ist es wohl. Oder zumindest nicht genug, dass Trost und Zuspruch sich auszahle. Ach, Erlösung, Mehlschwitze, na, wo ist es denn? Und Todsünde. Der Park damals unter dem Gewitter. Die Rufe und das Echo in labyrinthischen Gärten. Und das wilde Gekreisch der Möwen. Ja, damals schien alles möglich. Alles war noch... Ja, da. 1, 6, 9. Jetzt die Straße hinauf, die Kurven hinaufpendeln, zwischen Nebelschwaden und Windpfützen, die Nebellichter fließen über den Schnee, gelb,
Wir tasten die Schneemauern ab. Eins. Die Kitten schaufeln den Schnee hinter sich. Sechs. Das war ein hartes Fahren. Nein. Sind die folgenden Pässe bis auf weiteres gesperrt? Juchtenpass, Pelagonia-Pass, Septima. Aber ich fahre hinauf, immer tiefer im Schnee. Weiter, weiter, weiter. Na, vereist oder nicht, ich fahre über Eis. Fahre jede Straße hinauf. Pulverschnee? Ich überfahre die Grenze von Harzschnee zum Pulverschnee immer weiter hinauf, bis ich mich abstoße. Was einspurig oder nicht, ich erhebe mich über die Straße. Ich schwebe. Ich durchstoße den Nebel. Ich durchstoße die Nacht. Schwebend. Ich fahre aufwärts, immer aufwärts. Den Sternen entgegen. Dorthin, wo das Loch in der Milchstraße ist. Ich fahre durch das Loch. Dorthin, wo nichts mehr ist. Monolog. Ein Hörspiel von Wolfgang Hildesheimer. Die Besetzung. Sprecher Wolfgang Büttner. Stimmen am Telefon. Helga 1, Gisela Mattisent. Helga 2, Evi Gotthard. Wetterbericht, Susanne Eggers. Trost evangelisch. Max Walter Sieg. Trost katholisch. Manfred Steffen. Kochrezepte, Kurt A. Jung. Straßenzustandsbericht, Heide Lorenz. Regie Fritz Schröder-Jahn. Eine Koproduktion des Norddeutschen Rundfunk mit dem Südwestfunk aus dem Jahre 1964.